Yo Leute und willkommen zurück zu Control. Wir sind hier immer noch im Isolationssektor auf dem Weg zu Dylan in diesem komischen vertrackten Schacht hier, wo jede Menge Zellen von gewandelten Objekten und keine Ahnung was alles ist. Und ja, eigentlich fehlt uns nur noch eine Mini-Sache, die ich mir hier angucken wollte. Man kann hier auch munter, jetzt ist der Fahrstuhl wieder da, nachdem ich gerade runtergefallen bin, sehr nice, weil man hier auch munter rauf und runter klettern kann, wenn man einmal oben ist, beziehungsweise eigentlich kann man nur runterklettern, wenn man einmal oben ist. Und auch noch über irgendwelche kraxeligen Passagen hier so diverse Zwischenräume erreichen kann, was uns aber, glaube ich, bisher alles nicht so viel gebracht hat. Nichtsdestotrotz kann ich eigentlich auch zwischenzeitlich aussteigen. Ne, leider nicht. nichtsdestotrotz möchte ich jetzt das letzte verbliebene Teilchen mir auch noch natürlich angucken. Und dabei hoffentlich nicht wieder in den Abgrund fallen. So, da sind wir auch wieder auf Floor 4 und wir wollen jetzt wieder runter auf Floor 2. Statt den Fahrstuhl zu benutzen, ne, hätte ich auch jedes Mal hier den Portalpunkt einfach nehmen können. Das wäre eigentlich immer viel schneller gegangen. Naja, egal. Nicht dran gedacht, nicht gesehen, whatever. So, da sind wir schon auf Etage 3. Und da sind wir auf Etage 2. Archive waren wir da gewesen. So, da wollte ich noch rein. Und dabei bin ich gerade oder letztes Mal runtergefallen. Ernsthaft? Warum? Sieht gar nicht so aus, als wenn man hier großartig runterfallen könnte. Ist doch genau so eine Schleichpassage wie alle anderen hier auch. Aber auch hier ist mal wieder nur diese eine Tür, die nicht aufgeht von unserer Seite und sonst nichts. Ja, das hat sich richtig gelohnt, wie man sieht. Gut, dass wir nochmal hier hingegangen sind. Ich dachte es mir schon fast, aber sicher ist sicher, gell? Ich bin echt mal gespannt, ob sich die ganze Konstruktion hier vielleicht nochmal dreht, habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Und man dann eventuell sich diese Dinger so drehen, dass, ja, das könnte sogar sein, ne? Dass die sich so drehen, dass man dann da rein kann. Und dann gehen vielleicht auch diese Türen da auf. Das könnte sogar sein. Gegenmaßnahmen des Rats. Guck mal, wir haben sogar eine fertig. Zufällige erstklassige Waffenmunition. Ne, die haben wir nicht fertig. Die haben wir fertig. Zufällig. Achso, einen entfernten Gedanken. Ich wollte gerade sagen, habe ich die jetzt aus Versehen abgebrochen oder was war das? Mit Schmetterer in Isolationssektor. Töte augmentierte Zischer. Nehmen wir das mit. Diese Ortseinschränkung, die finde ich immer so panne. Habe ich nicht gerade... Was? Das ging jetzt ohne Ladebildschirm oder wie? egal. Ich war irritiert. So, ich würde sagen, dann durchschreiten wir jetzt mal die Tür da hinten, die wir schon mal irgendwo auf irgendeinem Monitor gesehen haben, als Ausblick auf Dylans Gefängnis. Mit der Annahme, dass Dylan dann wahrscheinlich schon gar nicht mehr da ist, wenn die Tür hier offen ist, oder? Ja. Verdrehter Durchgang. Dann durchschreiten wir jetzt mal hier den verdrehten Durchgang. Ich bin den Eindruck, hier geht gleich wieder die Luzi ab, oder? Das ist das Objekt der Macht. Ich muss es säubern. Ah, cool. Da kriegen wir eine neue Fähigkeit, wa? Objekt der Macht. Der kleine Fernseher. Es dreht sich. Oh Gott, wir landen in einem Strudel, oder wie? Wir werden eingesogen.
What the fuck? Aber wie cool sieht es schon wieder aus, Leute. Mir wird gerade ein bisschen schwindelig. Was tut sich hier? Okay, und da oben wird's alles eingestrudelt. Beim Leben meines Bruders säubere das Bennikoff TV. Hoppla. Ja, prima. Das wollte ich eigentlich so gar nicht. Können wir wieder zurückgehen einfach? Ah, das macht so den Eindruck. Klassisches Objekt der Macht war doch eher immer gewesen, dass wir uns in dieser Astraldimension befinden und da einfach bis zum Ende kommen mussten, oder? Sehe ich das falsch? Das scheint sich hier gerade anders zu verhalten. Aber deutlich anders. Und hier ist schon wieder alles so dunkel, dass ich nichts sehe. Ich will jetzt einfach mal hier rein. Ich sehe hier eh nichts. Was ist das für ein weirder Gang hier? Okay, endlich mal ein paar Gegner. Ich ahnte es. Oh, Salvador, what? Boss? Ich meine, wir haben ihn zur Hälfte und da liegen auch blaue Kügelchen rum, die bräuchte ich mal gerade irgendwie. Da liegen schon wieder blaue Kügelchen rum, die ich mal irgendwie... Ich kriege ein Ding ab und bin immer bis irgendwie auf ein Leben runter. Das kann doch schon wieder nicht wahr sein, oder? Aber man sieht auch so wenig, ehrlich gesagt. Selbst wenn ich hier meine tolle Zielwaffe nehme. So, wo sind wir jetzt? Auf Etage 4, oder? Muss ich jetzt wieder komplett darüber laufen? Komm, verpiss dich, Junge. Gerade kein Bock, mich mit euch auseinanderzusetzen. Ich will jetzt eher dem Boss hier eins auf die Mappe geben. Der Laufweg ist ein bisschen lang. Der könnte ein bisschen kürzer sein, ne? Gerade wenn ich hier noch irgendwie ein paar Versuche brauche. Also für den Großen ist schon hier der Stich okay. Für die Kleinen hätte ich, glaube ich, doch lieber meine normale Waffe. Mal gucken, ob ich da switchen werde. Okay, ich kann ihn wahrscheinlich erst treffen, wenn er runtergeflogen ist. Okay, noch keinmal getroffen? Doch, einmal vielleicht. Ich sehe nichts und ich komme hier gerade nicht rauf. Warum komme ich hier nicht rauf? Oh, und schon wieder das Ding voll vor die Mappe bekommen. Ja, kann's vergessen. Ja, ey.
Komm, gib mir blaue Kügelchen. Boah, wie viele Gegner sind hier? Können hier vielleicht noch ein paar mehr Gegner auf mich ballern, während auch der Boss auf mich immer Sachen auf mich schleudert, die mich eigentlich immer fast komplett aus den Latschen hauen. Ey, was ist das denn schon wieder für eine Scheiße, ohne Witz? ich weiß noch nicht so recht, wie ich das gescheit angehen soll. Soll ich erst versuchen, die ganzen kleinen Gegner umzumatchen oder spawnen die endlos nach? Ich weiß es nicht. Lasst mich in Ruhe, Jungs. Kein Bock auf euch. Habt ihr gerade genug Stress mit eurem Boss, ehrlich gesagt. Es ist auch ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten, ne? Wer jetzt der Boss ist und wer der harmlose Gegner ist hier. Weil, ehrlich gesagt, die Bosse sehen genauso aus wie normale Gegner. Eigentlich haben wir ihn doch so gut wie gar nicht getroffen. Kann das sein? Boah. So, haben wir sie jetzt bald mal alle? Ich sehe ihn nicht. Ist mein Hauptproblem. Okay, er nähert sich. Er versucht es zumindest. So, mal ein bisschen was hier von der blauen Energie einsammeln, die hier in Massen rumliegt. Lass mich. Boah, aber immerhin. Oh, sind hier genug Kügelchen blaue. Nein. Warum braucht das Ding immer so lange, um aufzuladen? Wo ist er? Boah, ich glaube, wir haben ihn. Das Ding war Salvador, der Sicherheitschef. Ja, der macht auch den Eindruck, als wenn er hier für Sicherheit sorgt. Was hat niemand hier eine? Also das war ein mächtiger, stressiger Fight, ja. Also ich meine, dritter Versuch ist jetzt alles noch im Rahmen, aber nichtsdestotrotz, der hat irgendwie einen ganz schön zugesetzt, muss ich sagen, mit seinen ganzen Kumpanen hier. So, was haben wir hier? Waffenmodifikation. Waffenmodifikationen sinnvoll. Müssen wir mal wieder ein paar gleichartige aussortieren.
Aber ich glaube, wenn wir alle, selbst wenn wir alle von allem nur eins aufbewahren, wird das irgendwann ganz schön voll hier. So, was habe ich denn bei Stich eigentlich aktuell? Schaden beim Zielen und Kopfschussschaden. ...56%, 68%, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Und ich glaube, Schaden beim Zielen haben wir im Moment gar nichts weiteres. Salvadors Ausweis haben wir gefunden. Sie hätte für Personal ohne Sicherheitsfreigabe überhaupt nicht zugänglich sein dürfen. Den Salvador. Oh, okay, jetzt haben wir wahrscheinlich irgendwie eine neue Sicherheitsfreigabe bekommen. Und eigentlich warte ich auch immer noch auf eine neue Fertigkeit, ehrlich gesagt. Objekt der Macht hieß bisher auch immer neue Fertigkeit. Ach, da hinten ist der Fernseher auch. Okay, der Fernseher wurde nur vom Sicherheitschef bewacht. Und jetzt kommen wir hoffentlich in die andere Dimension rein und erhalten eine neue Fertigkeit. Oder wie sieht das hier aus? Okay, der Fernseher. Ein weiteres Objekt der Macht, das Was liegt hier noch rum? Fallanker. Anker, Fallakte, Anker, Zusatzbemerkungen, Herkunft. Die Mannschaft der White Ocelot traf zum ersten Mal auf ein seltsames sphärisches Phänomen, als sie in Blub auf Fischfang war. Zeugen beschrieben es als schwarze Sphäre mit schwachem Licht dahinter. Sie schwebte genau über dem Bug des Schiffes. Die Mannschaft warf einen Blecheimer um Blub, der allerdings in der Sphäre verschwand. Bald darauf wurde die strukturelle Integrität des Schiffes kompromittiert. Das Metall verrostete und fiel innerhalb von Minuten auseinander. Während das Schiff unterging, sank auch die Sphäre ins Wasser. Ein vorbeikommendes Fischerboot mit Namen Blub rettete die vier überlebenden Mannschaftsmitglieder. Es wurden Agenten an die letzten bekannten Koordinaten der White Ocelot Blub geschickt, die Tauchgänge unternehmen sollten. Auf dem Meeresboden konnten sie diese Sphäre ausfindig machen. Das Schiff war mit Ausnahme seines Ankers vollständig zerstört worden. Als die Agenten den Anker vom Meeresboden anhoben, bemerkten sie, wie die Sphäre sich in Verbindung mit dem Anker bewegte und innehielt, fast so, als wären sie eins. Der Kontakt mit der Sphäre wurde vermieden, doch der Transport des Ankers erwies sich als harmlos. Das Objekt wurde vom Blub zum US-Hafen vom Blub gebracht. Nach der Ankunft in New York kam er über Blub in die Behörde. Ja, cooler Vorfall. Ein Schiff, das in 2 Sekunden wegrostet. Jo, dann schauen wir mal hier in den Fernseher, was dieses Objekt der Macht so kann. Oh. In mein Fernsehprogramm reingezogen werden. Das möchte ich, glaube ich, auch mal gerne. Nutze den Fernseher, Babysitter. Schwebe, Superheld, über das Hindernis. Verwende Schweben, um die Astralebenen-Herausforderung abzuschließen. Schweben? WTF, Leute. Wow, was geht? Wir können fliegen. Ich habe, glaube ich, irgendwann darüber philosophiert, ob wir in dem Spiel irgendwie noch einen Double Jump oder sowas bekommen. Aber das ist ja noch viel geiler. Wir können schweben. Im Moment auch ohne Energieanzeige, aber ich vermute, es wird uns auch Energie kosten, oder? Wo sollen wir denn jetzt eigentlich hin? Wie geil ist das, Leute? Wir können jetzt hier zukünftig durchs Spiel fliegen. Das eröffnet ja doch noch ein paar ganz neue Wege. Auch an diesem Hochofen hatte ich ja oben noch so einen Ausgang gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Da kann man wahrscheinlich jetzt auch einfach reinfliegen, oder? Wie geil! Und an diesem Ding, da sollen wir jetzt einfach gleich wahrscheinlich vorbeischweben, oder? Oh, man hat da auch... Habe ich eigentlich das jemals probiert? Da mal beliebig viele Sachen drauf zu werfen. Aber mich hat gerade gewundert, weil man diese Steine hier angezeigt bekommt. So, jetzt haben wir auch wieder einen Balken da oben. Aber nee, der scheint aufs Schweben gar nicht. Die Energie scheint man für Schweben gar nicht zu benutzen, sondern irgendwann sinkt man automatisch wieder runter. Es wird zumindest kleiner, wenn man Sachen drauf wirft. Okay. So kann man sich anscheinend doch zumindest ein bisschen
Drück, während du schwebst, um zu fallen. Während du fällst, um den Fall zu bremsen und kontrolliert zu Boden zu sinken. Okay, aber wenn man, das wusste ich noch nicht, wenn man Sachen auf diese Dinger da wirft. Okay, okay. Ach nein, ich sollte... Das war jetzt dämlich gewesen. Kann mal dieses Schild da weggehen? Ja, okay, Steuerung muss ich mir noch dran gewöhnen. Oh, jetzt bin ich hier komplett gestorben. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich muss erst einmal X durchdrücken, bis ich meine vollständige Höhe erreicht habe. Und danach X drücken, um es abzubrechen. Ja, da steht ja auch Halte X, um zu schweben. Ist schon klar. Hoppla. Wie cool. Wir kommen hier hin als nichts, werden erstmal zur Direktorin der Behörde, weil die Waffe uns auswählt. Und ja, haben neben diversen telekinetischen Fähigkeiten jetzt auch noch die Fähigkeit zu fliegen. Also das ist ein ereignisreicher Tag, muss ich sagen. Wenn mir das alles an einem Tag passieren würde, wäre ich, glaube ich, maximal verwirrt und maximal fertig auch. So. Aber egal, wir wollen eh hierher. Kann mal dieses Schild da weggehen, das wäre echt prima. Danke, danke. Es wurde endlich mal auf mich gehört. Okay, da unten stand auch noch ein Soldat rum, der da runter guckte munter. Oh, jetzt schießt er auf mich, aber jetzt ist mir auch egal. Jetzt gehe ich einfach mal hier raus und wir können jetzt in der Behörde auch fliegen, gehe ich mal von aus. Das Zischen wird, das ging ein bisschen schnell. Erhebende Gedanken. Der Fernseher ist erledigt. Jetzt kann ich zu Dylan. Okay, das nimmt sie einfach alles, das steckt sie so locker weg, ja? Okay, der Fernseher ist erledigt, ich kann jetzt fliegen. Nein, das war noch nicht mal eine Erwähnung wert. Nee, jetzt können wir zu Dylan. Ach, fliegen, ach, ist doch Standard, ne? Was sollen wir das noch großartig erwähnen? Bunnykopf TV. Isolationsprozedere. Kein besonderes Prozedere nötig, während es gebunden ist. Beschreibung Parautilität. Ein von Bennikoff & Sons Electrics gebauter Fernseher. Der Bildschirm funktioniert immer noch. Das Objekt kann vom Boden abheben und eine maximal beobachtete Höhe von erreichen. Wenn es gebunden wird, ermöglicht das Objekt Parautilitariern diese Eigenschaften für sich selbst zu verwenden. Wie immer. Bericht für Testergebnisse mit Primärkandidat wahrscheinlich Dylan. Das Objekt ist derzeit an gebunden. Hintergrund, das Objekt wurde zuerst in einem lokalen Nachrichtenbericht in Kansas bemerkt. Eine Gestalt wurde über Gebäuden beobachtet, fliegenderweise wahrscheinlich. Die Behörde schickte Agenten in die Stadt, die entdeckten, dass sich ein Mann namens an das Objekt gebunden hatte. Wurde festgesetzt, Fall irgendwas, und das Objekt zur Untersuchung in die Behörde gebracht. Wie witzig, ey, wir können fliegen. Ich fasse es immer noch nicht so richtig. Oh, nicht kartografierter Bereich. Hoppla, du kannst mal wieder runterkommen. Ja, jetzt muss man aber aufpassen, wenn man irgendwo springen will, dass man nicht anfängt zu fliegen. Aber gut, warum sollte man überhaupt noch springen wollen, wenn man fliegen kann? Ach so, falsche Waffe. Ihr Lumpen. Ach Gott. Ernsthaft, jetzt bin ich hier an so ein paar Billo-Gegnern gestorben. Aber diese Gegner, die wie der erste Boss sind, die andauernd ausweichen, wenn man irgendwelche Sachen auf sie wirft, die sind auch ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ich wollte mich eigentlich auch primär um die anderen kümmern, hat aber irgendwie nicht geklappt. Ich glaube, das probiere ich auch nochmal. Und dann sollte man gegen die vielleicht einfach mal sein Schild benutzen. Okay, das hat uns jetzt... Das ist jetzt gerade eh egal, weil wir wieder am Wegpunkt aufgewacht sind. Aber ich kann auch fliegen, oder? Ja. ich gehe trotzdem nochmal kurz da drüben gucken. Ach so, und jetzt können wir wahrscheinlich links über diese Dinger da und so.
über sowas kommen wir jetzt auch auf die Höhe. Kommen wir jetzt noch höher klettern hier. Jetzt kommen wir wirklich rauf und runter kraxeln. Und jetzt wäre es wahrscheinlich auch noch einfacher. Okay, jetzt ist ja aber auch nicht mehr so rot drin. Durch das Sterben ist das jetzt hier irgendwie resettet worden. Guck mal, da stehen noch die Putzutensilien rum. Der Eimer und die Achtung, slippery when it's wet, Schilder oder so. Ach stimmt, hier ist der Boden auch unten, ne? Hier ist alles auf den Kopf gestellt. Naja, egal. Ja, jetzt könnte ich einfach in diese offenen Räume auch rüberfliegen. Hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit gelassen, glaube ich, mit der Erkundung dieses Turms hier, wäre es ein bisschen einfacher gewesen. Was willst du denn, mein Freund? Und vor allen Dingen, wie kann ich dich treffen? So. Nee, auch nicht so richtig. Okay, so hoch wollte ich eigentlich noch gar nicht. Ich wollte hier eigentlich einmal zwischenlanden. So, und jetzt sind wir schon auf dem Unterbau von Etage 5. Das ist doch richtig nice. So, mein Freund, hast du gerade versucht, auf mich zu schießen? Kann das sein? So, töte Zischer-Pioniere. Erledigt. Geht sogar noch höher. Auf welcher Etage ist denn mein Bruder hier? Wissen wir das irgendwie schon? So, ah da, in den Sicherheitszellen, 5. Ebene. So, jetzt probieren wir das nämlich einmal. Jetzt kann ich nämlich einfach rüberschweben. Um auch festzustellen, dass hier nicht allzu viel ist. Achso, nee. Ah, das war knapp gewesen. Ich muss mich so ein bisschen an in dieses Schweben einarbeiten. Also wenn sie automatisch aufhört zu schweben, dann geht sie auch automatisch in den langsamen Sinkflug. Was natürlich ganz praktisch ist. Ach, P6-Cell. P6 ist das Codewort für mein Brüderchen. Von daher sind wir hier ganz richtig, würde ich sagen. So, hier ist so eine Wand mal so ein bisschen offen. Hier können wir es jetzt auch so ein bisschen einfacher machen und einfach mal hier rumschweben. Und zack, sind wir auch viel einfacher in diesen Nebenräumen, die einen aber allesamt irgendwie nichts bringen. Hoppla. Einen versteckten Ort gefunden, einen Fähigkeitspunkt erhalten. Endlich hat es sich mal gelohnt, ey, dass wir uns hier die ganze Zeit so umgucken. Ja, versteckter Ort. Bringt uns das noch was? Oder war das einfach nur für den Fähigkeitenpunkt? Und für eine Akte wahrscheinlich. Mit Schreibmaschine beschriebene Seite. Isolationsprozedere. Kein besonderes Prozedere nötig. Beschreibung gewandelte Eigenschaft. Eine mit Schreibmaschine beschriebene Seite mit leichtem Wasserschaden. Die Seite ist mit Text befüllt, doch mit Ausnahme der obersten 7 Zeilen wurde alles wild zerkratzt. Es können nur ein paar Wörter und Phrasen entziffert werden. Die Seite leuchtet im Dunkeln. Beim Lesen fühlt man sich, als würde man dem Schreiben des Textes beiwohnen. Dabei scheint es, als würde sich die Realität um den Lesenden herum mit den geschriebenen Worten zu korrespondieren. Das klingt so ein bisschen nach Alan Wake, ehrlich gesagt. Das Gefühl wird verstärkt, wenn der Text... Forensische und linguistische Analysen bestätigen, dass der Text dem Autor Alan Wake entstammt und mit der Schreibmaschine verfasst wurde, wie die in 2010 im Bright Falls versteckten Materialien. Weitere Informationen in den Akten zum AWE in Bright Falls. Sieh mal, wo Fiktion endet und Realität beginnt. Wie cool. Hier ist das alles gleich. Es taucht nicht unter Sammelobjekte auf. Eine grausame Falle. Jeder Gedanke wurde real. Furcht, Verlangen. Wie kann ich sicher sein, dass ich wirklich entkomme und nicht nur in meiner Fantasie verloren bin? Das allein kann einen wahnsinnig machen.
es ist ja stilistisch wie die Nachrichten von der Hotline vom Director gemacht, deswegen hätte ich es jetzt auch da vermutet. Aber nicht, aber wie cool, aber da taucht es nicht auf. Aber wie cool ist denn diese Referenz auf Alan Wake in diesem Spiel? Das finde ich ja schon wieder mega cool und feiere ich so ein bisschen. Und es hat sogar einen Fähigkeitenpunkt gegeben. Sauer. Ja, sowas finde ich immer witzig, ne? Wenn sie so Querverweise zu ihren anderen Titeln einbauen und sowas. So, ich bleib mal hier am Rand. Genau für den Moment, wenn das passiert. Jo, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt nochmal diese Lücke da an. Und dann begeben wir uns beim nächsten Mal weiter auf die Spuren meines Suchers, meines Bruders. Ich vermute, das hier ist auch wieder so eine Lücke, ne? Wo einfach nichts ist. Jo, dann gehen wir mal wieder auf die Brücke zurück. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir in die P6, in den Zellentrakt da hinten. Und ich will mich auf jeden Fall auch noch auf den drei oberen Etagen hier umschauen. Mal gucken, ob uns das beim nächsten Mal alles gelingt. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.